Ei, Ilse, Ja, hat naja, er das ich. Auto verschlammt? Ja, die haben das Auto in die Reinigung gebracht. Die machen das auch gleich mit sauber, wenn das eingeparkt ist. Und das ist nur noch in der Reinigung. Das ist ja eigentlich nett, aber wie wollen wir denn jetzt zum Strand fahren? Na, vielleicht können wir ja einen Bus nehmen. Oh, das ist eine gute Idee. Aber das Rote sind ja nur diese Unterboden. zwei Blulu. Mannbusse. Vielen Dank für den Ah Follow. ja, und der quietscht auch immer so. Da muss Naja. aber diesmal der Herbert zurück. Der Herbert, sage ich schon. Ich bin völlig durcheinander. Der Harald zurückbleiben. Ich Ah bleibe ja. hier Komm mal rum. alleine Ich und. rede Ah nicht so ja. gerne mit euren Rücken. Mensch, ich bin ganz aufgeregt, dass ich schon rauchen muss. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Ei, was? Ei, Henrietta. Ja gut, okay, rauche darfst du. Ach, Harald, in meinem Alter macht das jetzt auch nichts mehr. Ah ja, ich meine, wir sind ja nicht umsonst aus Oberammergau Das hierher. ist richtig. Ei, Da rauch ich mal fahre. erst mal gemütlich eine, ne? Das ist Ei, auch nicht ich würde schlecht. ganz gern, also laufen wir jetzt? Wohin genau? Nein, 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 wir wollen doch jetzt mit dem Bus zum Strand, oder nicht? Oder was haben wir Na, jetzt ich würde vor? schon denken, dass wir da einen Bus nehmen, ne? Wenn das Ah Auto ja. nun mal nicht da ist gerade. Ich wollte den Herrn jetzt auch nicht so einen Stress machen. Ich meine, Ja, die das machen verstehe auch bloß ihre Arbeit. ich. Ah Na, hoffentlich ja. Aber machen die die. wie das jetzt verschwinden kann, das Auto, das finde ich jetzt irgendwie nicht so gut. Weil das Ilse, ist halt. wie sind eigentlich deine neuen Schuhe so? Kannst du gut da drin laufen? Huch, war da wieder eine Fliege? Ei. Mensch, Herbert. Harald, du hast eine riesen Fliege auf der Ah Stirn. ja, das ist aber auch mit Die das. sind hier Also, aber auch wir lästig. sind ja vorhin auch da an den Mülleimern vorbeigelaufen. Die sind überall hier. Ich hoffe, am Strand gibt es keine Moskitos. Nee, Meinst das glaube ich nicht. Ihr wisst doch, da hier in Florida oder wo das ist, da gibt es die riesen Brummer. Na, gibt's hier denn auch Guck mal, Haie? da rennt einer. Ja, der Ei, hat's wo? eilig. Da Ach, drüben. da! Da! Och, na Ei, ich vielleicht denk mal, der rennt über die Straße. so viele Ja, Autos wie heute unterwegs sind, ist vielleicht gar nicht so dumm, wenn ich nicht fahre. da! Ah ja. Ja gut, dann lass uns mal zur nächsten Bushaltestelle laufen. Wo ist der die? Das laufen wir mal los und dann wird Ne, ja einem wo da eine drüben sein. ist doch eine, oder Ei, nicht? da Oh drüben? ja, Ah stimmt. ja. Dann lass uns mal gehen. Ei, das ist aber auch, dass die hier. Das ist kein guter Service. Das wäre jetzt bei uns nicht passiert, ne? Mei, überall die Sirenen. Was ist denn hier los? Ist kein guter Tag. Ei, Henrietta. Also wir fahren jetzt zum Strand. Zum Strand, bitte. Ah ja, das ist gut. Ja, ist gerade Buggy mit dem Ausparken. Ei, So viel Polizei hier auch. ja, die sorgen für die Sicherheit, das ist schon wichtig. Na, hoffentlich. Ah ja. Ein bisschen unsicher fühle ich mich hier schon. Wirklich? Oder wir versuchen noch mal eine Dachse anzurufen. Aber wir haben nicht so viel Geld und der Bus ist doch hier umsonst. Das Ajo. stimmt allerdings. Nur der kommt halt sehr unregelmäßig, ne? Ah ja, aber wir kennen das jetzt schon mit dem Busfahren und Aber das der ist spart schon ja auch Geld. vorbeigefahren. Ja, gesehen habe ich den auch schon.
Der ist Ach. Bestimmt, ne, der muss auch eine große Runde fahren, ne? Wer weiß, wo die Leute immer alle hinwollen. Ei, was gibt's dann am Strand? Können wir doch uns da an den Strand setzen? Na, wir müssen auch nicht zum Strand. Ich dachte nur, wir könnten uns ein bisschen was angucken. Ei, Strand bin ich eigentlich auch. Haben die hier so ein Karneval? Es gibt doch immer sowas mit so einem Riesenrad und so. So was haben die hier? Ei, nee, deswegen frage ich doch. Richterschaft. Na, ich weiß es nicht. Werden wir ja dann sehen, ne? Zeit nach Lust und Laune. Ah ja, Henrietta. Was machen wir dann jetzt? Was machen wir, wenn der Busch nicht kommt? Der hört sich ja immer so klapprig an. Meinst du, der ist liegen geblieben? Ich hoffe mal nicht. Ja, das weiß ich auch nicht. Na, aber vorhin ist er doch noch gefahren. Das ist richtig. Naja, ich weiß es auch nicht. Ach, mir ist das so unangenehm mit dem Auto jetzt. Ei, Ilse, wir können aber, ja gut, der hat ja jetzt das Auto verschlammt, ne? Nee, das hat der nicht verschlammt. Das ist in der Reinigung. Ei, die haben unser Auto in die Reinigung. No, das gehört zum Service, hat er mir erklärt. Ei, Service? Na ja, gut. Aber dann müsste es doch da sein, wenn wir da sind. Ja, nur, aber ist ja nun mal jetzt nicht da. Hatte der einen Helm auf? Na, ich hoff's doch für ihn, wenn der stürzt, nicht, dass er sich wehtut. Das sah aber so aus, als hätte er keinen auf. Das ist doch gefährlich. Ne, vielleicht ist das ein durchsichtiger Helm gewesen. Du weißt doch nicht, die neuen Moden, ne? Aha. So, ich guck nochmal schnell. Ich hab noch keine Antwort. Gut. Ja, Mensch, der Bus. Das ist schon wieder einer, der ist aber auch unterwegs. Ey, und siehst du jetzt keine Polizei da? Pass auf, gleich kommt er wieder um die Ecke und hat die Polizei an Backe. Uns passiert sowas nicht, weil die Ilse fährt ja vorsichtig. Nee, also das so fahr ich nicht. Das ist ja gefährlich, was der da macht, ne? Menschenskinder. Naja, puh. Ich schalte mal kurz. Was machen wir denn nur? Das weiß ich auch nicht. Ei, wir haben ja ein bisschen Geld, da könnte man doch, möchtest du das Taxi anrufen? Oder soll Nur ich? Nur soll er mal jetzt doch ein Taxi anrufen. Wir könnten ein Taxi nehmen. Na, wir teilen uns doch das Geld dann. Ei, ich guck mal auf die Cut. Wie weit müssen wir dann da laufen? Ne, das ist schon ein Stückchen. Du, ich hab mir auch das letzte Mal die Nummer abgeschrieben von der Taxi. Na gut, dann ruf da mal an, aber frag doch bitte, wie teuer das ist. Das ist die 913. Das muss man sich gar nicht so wirklich merken, ne? Ja. Ich gucke mal gerade kurz hier auf die Karte, die wir im Flughafen mitgenommen haben. Da gibt's Freizeit nach Lust und Laune, heißt es. Das ist am Strand. Das würde ich mir gern mal angucken. Ja, da wollen wir doch jetzt auch hin, Schätzelein. Ah ja. Gut. So, ich hab das jetzt nochmal über dieses Service-Ding versucht. Na, da stand jetzt auch da in der App, ne, Taxi-Unternehmen wurde informiert. Ah ja, ich hoffe, der hat dann auch 3 Sitzplätze in seinem Taxi und ist kein Schmart, wo ich mich hin reinquetschen muss. Naja, das müsste schon funktionieren, dass der 3 Sitzplätze hat. Ist ja schließlich ein Taxi. Ja, das denke ich aber auch. Also wir machen heute ungefähr bis... Ach du dicker Reifen. Ja.
mal gespannt, ob das klappt mit diesem. Mei, was heute hier los ist. Und schon wieder Sirenen. Eieiei. Ja. Und der Bus, der kommt einfach. Ei, Henrietta. Also das Taxi ist informiert, hast du gesagt. Nö, das stand dort. Das Taxiunternehmen wurde informiert. Gut, dass ich noch ein bisschen was zum Essen in der Tasche hätte. Nö, ich hab mir vorhin eine Nudelbox gekauft. Das war eine lecker. Eine Nudelbox? Nö, das war sehr lecker. Eine Box mit Nudeln. Das ist italienisch oder chinesisch? Nö, das stand da nicht drauf, ob das nur italienisch oder chinesisch ist. Hauptsache es schmeckt. Ah ja, dann ist gut. Ganz kurz ein neues. Da ist schon wieder Polizei, glaube ich. Heute ist aber auch was los. Aber gleich zwei Streifenwagen. Na, also ich habe jetzt die 913 versucht anzurufen und da sagt die automatische Stimme mir, dass die Leitstelle nicht besetzt ist. Ja, da wird wohl auch keiner kommen, was? Ach, das ist doch ergrauen, ist es doch. Sollen wir dann vielleicht einfach noch ein bisschen spazieren gehen? Rumgebaut. Nö, das wäre schon, glaube ich, ganz clever, ne? Bevor wir nur hier rumstehen. Ah ja, gut. Ey, wo wollen wir dann jetzt langlaufen? Ja, ja, eigentlich müssen wir die Straße bloß hier weiterlaufen, ne? Da lang? Nach rechts Richtung Strand. Wir können es ja mal versuchen, ob die alten Knochen das noch mitmachen. Ich glaube, das ist ziemlich lang. Ja, da laufen wir halt so weit, wie wir können. Und dann laufen wir wieder zurück. Und vielleicht kommt ja auch ein Bus dann irgendwann. Ah ja, vielleicht kriegen wir noch mal eine Bushaltestelle auf dem Weg. Ja. Na dann los! Alle auf mein Kommando. 1, 2, 3 und los geht's. Ach, ey, wir laufen. Das ist aber jetzt nicht gefährlich, wo wir lang laufen. Da hätte man mal bei der Polizei fragen müssen, wo man denn hier in der wunderbaren Stadt nicht über lang laufen darf. Naja, wo soll denn das hier gefährlich sein? Wir machen doch ja, nichts. Für die Touristikinfo. Ja, die Touristik war ja auch nicht besetzt, als wir im Rathaus waren. Nee, wir sind doch alles unbescholtene Bürger. Da passiert nichts. Was soll denn da passieren? Vielleicht sind da Kriminalisten. Nee, das glaub ich nicht. Aber kann jemand zur Sicherheit auch mit auf die Karte gucken? Ah ja, Moment. Na, ich kann gucken, aber ich weiß nicht, ob ich das verstehe. Wir müssen jetzt nach ein bisschen nach. Moment. Ich hätte gedacht, wir müssen hier geradeaus weiter. Na, vielleicht jetzt nach rechts. Diese, du hast recht, wir müssen hier lang. Ne, dann los. Alter, hat's mich jetzt gerissen. Das kannst du nicht machen. Alter, Sachse. Na gut, dass wir so viel geschlafen haben heute. Naja, zu Fuß ist aber auch nicht ganz schlecht, ne? Ja, das ist gut für die alten Knochen. Aber ich klär das auf jeden Fall mit der Firma nochmal ab. Dass wir dann nicht immer auf das Auto warten müssen. Ah ja, da würde ich ja, auch sagen, jeden Fall. Die Gebühren kriegst du zurückerstattet, ne? Nö, das will ich doch schwer hoffen, ne? Ansonsten muss ich dort mal vorbeigehen. Oder war das so ein öffentlicher Parkplatz? Ne, das ist schon öffentlich, aber trotzdem können die nicht einfach mein Auto in die Reinigung bringen.
ohne mir Bescheid zu geben. Nee, das geht auf gar keinen Fall. Von dem Ausfall, ja, ich war schon übelst erschrocken. Och, gucke mal, wie schön das mit der Sonne hier ist. Ja, ich sag doch, das ist so ein schöner Abend. Das ist eigentlich genau der richtige Abend für einen schönen Spaziergang. No, und wenn wir erstmal am Strand sind, da haben sich dann alle Mühen gelohnt. Genau. Zack, so. Ey, guck mal, ist das hier eine Bank? Depository. Das weiß ich nicht. Immer ey, weiter so geradeaus. Karte haben sie so nett drauf. Ach, und übrigens, Fußgänger haben Vorrang. Na, wenn man über die Straße möchte, müssen das heißt, die Autofahrer eben schon drüber lassen. Ey, das heißt, die müssen anhalten und uns drüber lassen, das ist ja... No. Ey, Fußgänger das ist ja... sind hier viel wert, das sag ich dir. Guten Abend, Bananen. Das ist schön. Nicht so wie bei uns damals, wo man immer aufpassen muss in Oberammergau, dass man nicht über den Haufen gefahren wird. Nö, stell dir das mal in Karl-Marx-Stadt vor. Da war immer Halligalli auf der Straße, das sag ich dir. Noch schlimmer als in Oberammergau? Ja, ja, viel schlimmer. Viel, viel schlimmer. Und da musste man auch immer aufpassen auf sich. Da gibt's so einen Park. Und da war immer Kriminalisten in dem Park. Ach du liebe Güte. Und dann noch in dem Park? Da soll man doch spazieren gehen und nicht kriminologisch. Vielen Dank für den Host, Bananen-Koko. Vielen, vielen Dank. Ei, ist das eine Zeitung hier? Daily Globe. Das ist eine Daily Globe. Das, ja, das klingt nach Zeitschrift. Ist doch eine Zeitung, oder? Ich hab immer das Superman gelesen hier, der Comic, der arbeitet doch auch arbeitet der nicht beim Metro. Nee, der arbeitet beim Metropolitan, glaube ich. Ne, das weiß ich nicht. Superman Comic. Ey, was du immer alles weißt. Ah ja, das war auf der Dienstreise war das dann immer ganz gut. Mensch, du hast ja einen schlauen Mann gesucht, Henrietta. Hast du alles richtig gemacht? Danke, danke, ich weiß. Ich weiß nicht, ich nehme das als Kompliment. Wir sind eine Seniorentruppe tatsächlich. Einer fehlt. Dem geht's. Der hat OC, hat Internetprobleme. IC geht's ihm nicht so gut. Mensch, arbeiten die Leute hier noch? So spät. Ja, das ist 24/7. Die arbeitet 24 Stunden. Was ist denn 24/7? Die arbeitet teilweise 24 Stunden, 7 Tage. Das weiß ich auch nicht. Oh. Was der Harald alles weiß. 24/7. Ja, muss man natürlich auch mitmachen, ne? Du Harald, nee, also da habe ich gleich mal eine Frage. Ja, leg los, Ilse. Pass auf, letztens habe ich was gehört von einem Massafacker. Was ist denn das? Das ist ein Schimpfwort. Massafacker ist ein Schimpfwort? Ah ja, das aber ist ne... Mother, dachte ich, heißt doch... Das Richter in einem anderen Staat, okay? Mama oder ah ja, das sind gar keine nette Leute, die das sagen. Und ich hab gedacht, das ist ein Auto. Nee. Oh, ich muss mal gerade was essen. Ich hab ein bisschen Hunger. Wir wollen mir kurz stehen bleiben, dass du in Ruhe essen ja, kannst. Ja bitte, das wäre nett. Nicht, dass du dich voll kleckerst. Ey, wir müssen jetzt da gerade aus. Ist ja kein Hunger, ne, ne. Ilse geht alles gut. Ey, ja. Die Brück sieht aber wir sind tatsächlich RP-Neulinge, deswegen haben wir uns für Zivilcharaktere entschieden. Und wollten auch nicht in die Crime-Schiene gehen tatsächlich. Deswegen die Rentnertruppe, die Skatrunde. Wir laufen mit dem Sonnenuntergang. Ist das nicht romantisch? Es ist wunderschön, ist es. Wenn nur die vielen Sirenen nicht schwärmen, ne? Ja, das wäre auch schön. Aber vielleicht sind die ja am Strand dann wenigstens nicht mehr. Vielleicht ist es da ja ruhiger.
Ei, immer schon diese Fliege. Eine Fliege. Das ist ja. Nein, du hast es halt aber auch mit den Fliegen. Ich hoffe, wenn wir jetzt da runtergehen, da kommen keine Moskitos. Ist das dein neues Aftershave, Schätzelein? Ei, vielleicht sollte ich das wechseln. Ach, schön. Aber es riecht doch so gut an dir. Ich verstehe das schon, dass die Fliegen dann auch an dir knabbern wollen. Aber so. Es ist schon schön hier. Senior oder? Buns, da gibt es ja. Ältere Brötchen. Was sagst du, Harald? Was hast du gesagt? Halb. Guck mal, wie mir bitte auf dich hören. Wenn du Halt sagst, da bleiben wir stehen. Ah ja, guck mal, da. Ja, da muss aber auch da gibt es Senior Buns. Das bedeutet so viel wie alte Brötchen. Brötchen, wa? Buns heißt Brötchen. Also das sind die Dinger, die du beim Burger hast. Das heißt auf Englisch Buns. Ja, die verkauft mir aber auch alles. Ah ja, das ist Dankeschön, halt Amerika, Black das Land der unbegrenzten den Möglichkeiten. Dank. Das ist sehr lieb. Ja, ist das schön. Guck mal, da gibt's Tacos. Taco-Bombe. Ey, ich kenne nur Taco Bell. Ist das. Ey, Tacos sind lecker. Hab ich schon aber mal gegessen. Ist das nicht so was Mexikanisches? Ey, ja, das ist mexikanisch, da hast du recht. Nee, da wirklich ist Bauchschmerzen. Ey, das ist mit Reis, glaube ich, und Bohnen sind da drin, ne? Waffenhändler nebenbei auch noch. Bananenkroko, dankeschön für dein Follow. Und Richter und Waffenhändler. Das ist ja ein Traum. Das ist ja eine schöne Kombi. Ach, guck mal, die Palmen. Menschenskinder, wie schön das aussieht. Wunderschön, wunderschön. Ah ja, aber das haben du musst ja auch sagen. Auch nicht. Ey, guck mal, hier, das ist jetzt auch wieder eine Bank, Lombank. Was ach, heißt dann Lom? Schätzelein. Du Lombank. Und deine Gebäude. Nee. Da ist es doch ganz gut, wenn wir zu Fuß unterwegs sind. Das sehen wir ein bisschen mehr. Das stimmt. Ja, und so schnell wie die hier alle fahren, muss man wirklich vorsichtig sein. Ja, da fahren wir vielleicht auch besser nicht mit dem Bus, ne? Ey, guck mal da, Personen, da gibt's Big Dun Vision läufst, Optometrie. Ne, also, es ist ein Optiker, ne? Brauchen wir nicht Brille. Aber ein chinesischer Optiker, oder? Ah ja, aber die Chinesen, die haben ja auch vor viel, viel zu langer Zeit schon erfunden, wie man Glas macht, glaube ich. Na, die kennen sich die damit aus. Alte Brillen da? So antike? Ei, antike Brille? Mei, guckt mal, wie der fährt. Ei, ei, ei. Mach ich auf jeden Fall, also ich schau auf jeden Fall mal rein. Hört ihr den Beat? Ah ja, und ist das jetzt hier die neue Musik da, von der du geredet hast? Was ist das? Ei, die neue Musik, von der du geredet hast. Ja, mit dem wir Beat. Rennen übrigens auch niemals. Ah ja, wir sind alt, wir rennen nicht. La 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 la. Bienenmaschine. Biene? Wo dann? Da da. Oben. Da gibt's Kaffee. Mann. Da freut der Harald sich gleich noch. Wir müssen weiter geradeaus. Ne, so weit ist es gar nicht mehr bis zum Strand. Na dann. Haben die zu, hä? Ei, die haben zu. Ne, wir müssen eigentlich nur weiter geradeaus und dann sind wir schon fast am Strand. Ei, meinst du da lang oder da hoch? Nee, da lang. Ei, ja, gut, dann lass uns mal da lang gehen. Nö, das machen wir. Am besten, der Richter bleibt nur, bis ich genug. Okay, alte Leute können auch nicht so rennen. Ja, genau. Wir waren das letzte Mal schon bei der Vorsorgeuntersuchung und haben den Medic ganz schön genervt, glaube ich.
Aber heute haben wir uns gedacht, dadurch, dass halt einer fehlt, machen wir ein bisschen was Ruhiges und laufen einfach mal eine Runde. Also eigentlich wollte man mit dem Auto fahren, aber das ist buggy. Deswegen laufen wir jetzt zum Strand. Gut, dass wir noch so gut zu Fuß sind. Der Herbert, der hätte das, glaube ich, nicht gemacht. Ja, der Herbert, der Herbert, das war ja auch nach der Ankunft die ganze Zeit hier im Flugzeug gesessen hat. Ja, das hat ihm nicht gut getan. Nee, und dann das Gelauf. Das ist, nee. Für den und dann Herbert auch noch der Zwischenfall da mit dem Arme hier, dem Sanitäter da. Dass er da gestürzt ist, das war ja auch nicht so schön. Ja, nee, weil er so gerannt ist. Deswegen ist er eben auch umgeknickt. Ah ja, der Mann ist aber auch wie so ein Duracell-Häschen. Nö, und das in seinem Alter, Mensch. Ah ja. Der ist doch nur auch schon 92. Aber jetzt, wo man hier, ich glaube ja immer noch, wenn man Rommel spielt, ich glaube, der spielt nicht richtig. Nee, ich glaube, der bescheißt nicht mehr so gut. Ah ja, aber trotzdem, der hat letztens Rommi Hand gemacht und es war, ich könnte schwören, der hatte gerade zu viel gezogen. Meinst du, der hat uns betrogen, ne? Aber das habt ihr jetzt nicht von mir gehört. Da müsst ihr bloß mal drauf achten, wenn wir jetzt Rommi spielen, ne? Oder Kanaster. Wobei da Kanaster. Achten wir aber nicht in meinem Kopf. Ein Kanaster kann der ja nicht so gut, ne? Nee, deswegen will der das auch immer nicht spielen. Dabei macht das so viel Spaß. Ich hoffe ja, dass wir hier dann in Kürze müssen wir. Im Park könnten wir uns ja hinsetzen, Mensch, und dann nochmal rund. Ja. Guck mal, da drüben das Gebäude. Ein Dachgebäude da, das ist ja phänomenal, ist das. Schön, die Farbe. Mensch, ist aber bunt. Ja. Da hat sich ja jemand richtig Gedanken gemacht mit der Farbgebung und der Lichteinfallswinkel. Das müssen wir uns nicht sagen. Hätte ich bloß nicht gesagt. Ich hab mal so ein komisches Teegebäude gebaut. Den Kopf auf den Sack, das Also bauen lasse. Ich hab mit am Entwurf jetzt gearbeitet. Das Ostern-Tee zu kaufen? Wir waren auch schon bei der Polizei. Das hat die Form von einem Tee gehabt und am Anfang und an der Ende Ilse so hält Stahlstrebe. Sich tatsächlich immer an Gesetze. Also ich hab gesagt, das wäre eine doof Idee, weil das sieht dann so ein bisschen doof Ilse aus. Hat sehr, sehr viel Respekt vor. Aber der leitende Architekt. Ich habe gehört damals. Ich habe auch gesagt, das dreht sich mit der Zeit nicht mehr. Aber nee. Dann haben wir Harald in der Mitte, das ist ein Diplom-Architekt. Und dann heißt 20 Jahre später, das Gebäude ist eingestürzt, weil eine U-Bahn drunter gebaut wurde. Ein Spitzel, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, mehr als sagen kannst du es nicht, Harald. Ah ja, aber ich bin ja jetzt auch schon raus und ich wohne jetzt hier mit euch in Amerika und dann können die mich gern suchen, ne? Na, hoffentlich sucht uns keiner hier. Nicht, dass das Altersheim dann rausfindet, wo wir sind. Ah ja, ich hatte ja auch nicht die leidende Verantwortung. Alles für die Familie. Es war ja der Müller, der Fritze. Ach, der Müller. Ah ja. Das war auch ein Typ. Als ich aufgehört habe, mit dem zusammenzuarbeiten, da war das eigentlich ganz gut. Da ist auch dein Blutdruck wieder runtergegangen. Ah ja, das war aber auch Flitzpiep. Ah ja. Der war nicht die Hellstbirne im Kühlschrank. Nicht die hellste Kerze auf der Geburtstagstorte. Im Kühlschrank ist nur eine Birne. Ja, der war ja auch der einzige leidende Architekt. Nicht das Architekt. Das muss schon so ausgesprochen werden. Ja, wir machen reines Zivilappi tatsächlich. Ja? Also wirklich reines Zivilappi. Mit Herbert wird, glaube ich, noch ein bisschen. Ich glaube, Herbert wird eher so in die Crime-Schiene tatsächlich gehen, aber geplant ist jetzt erstmal reines Zivilappi. Ist hier vielleicht noch ein Hotel in der Nähe, wo wir dann übernachten könnte? Ach ne, das wäre ja eine Spitzenidee. Wenn es hier ein Hotel gibt, da können wir dann auch gleich am Strand schlafen, ne? Da muss der Herbert halt ans nächste Mal nachkommen. Ja, den können wir ja dann abholen. Der kann ja danach auf den Bus warten. Nicht der Herbert und warten. Du weißt doch, wie er ist. Ah ja. Nicht, ohne sein Medikament den ist er dann ein bisschen zappelig. Ich hab dich nicht verstanden gerade. Ich hab gesagt, dann kann der Herbert ja auch auf den Bus warten. Das wäre ein Spaß für den Busfahrer. Der arme Busfahrer.
Na, der Herbert muss sowieso regelmäßig immer mal zum Arzt gehen mit seinen vielen Medikamenten. Auf jeden Fall, das müssen wir dann, wenn er wieder fit ist, müssen wir nochmal zur Vorsorgeuntersuchung. Ja, da müssen wir auf jeden Fall wieder hin. Da gehen wir dann aber auch hin, das ist wichtig. Aber wenn du bedenkst, dem seinen Medikamenteplan, der ist ja länger als mein Lebenslauf mit Projekten. Der hat doch... Na, aber der Herbert ist ja nur auch nicht mehr der Jüngste, ne? Ah ja, guck mal, da gibt's ein Gebäude, das heißt 5. So, wir müssen nur ja über die Straße. Ich muss noch mal was trinken. Und dann rechts da hoch. Und dann sind wir schon fast da. Und dann mal los. Ei. Eieiei, na ob der nun wirklich auf die Fußgänger achtet, wirklich zu bezweifeln. Wenn da so einer um die Ecke gerast kommt, also da wüsste ich jetzt auch nicht. Ich glaub nicht, dass der dann anhält. Nee, das glaub ich auch nicht. Na, der sieht uns doch gar nicht so schnell, wenn der so rast. Ah ja. Ne, deswegen haben wir ja auch so schöne auffällige Klamotten an, damit man uns gut sieht, ne? Ah ja. Also eigentlich habe ich die Jacke an, weil ich sie wunderschön fand. Diese Farbe ist einfach wunderschön. Die sieht auch wunderschön aus. Ja, das steht dir sehr gut. Na, danke. Also ich finde die auch sehr schön. Die passt auch farblich gut zu meinen Schuhen, weil die haben ja so rote Schnallen, ne? Das ist richtig, da sieht jeder direkt, dass wir zusammengehören. Ei, hört ihr das auch? Ich höre. Ei, guck dir mal dorthin. Ach, guck mal. Das hier sieht aber hübsch aus. Das ist doch gleich der Strand. Ei, lass mal dorthin gehen. Ei, das habe ich gesagt, das ist so ein Karneval. Das haben sie hier in Amerika öfters gemacht. Ist das eine Achterbahn? Ei, aber da kann ich nicht mitfahren, da wird mir schlecht. Ey, Ilse, hast du Höhe? Ich mache das nicht mehr mit, der Weg ist schon so anstrengend. Ei, aber wenn das ein Riesenrad ist, da kannst du von da ganz doll die ganze Gegend sehen. Ei, ja, das ist ja wirklich schön hier. Ei, ja. Ei, das habe ich erhofft, dass es sowas hier gibt. Meine Blase ist wirklich nicht mehr die jüngste. Ich müsste dann noch mal zur Toilette. Ne, wartet ihr hier kurz? Ajo, ich frage dann euch danach, ob ihr eine Toilette habt. Ja, macht das. Wir warten dann hier. Dann fragen wir danach. Ey, guck mal, Ilse. Das ist so ein richtiger amerikanischer Karneval. Also so ein Pier. Die haben hier so Piers. Also das nennt sich, wie heißt denn das? So ein Ausleger, ein Steg. Und da ist wahrscheinlich auch so ein Riesenrad drauf. Eine, das ist ja traumhaft schön. Und wir kommen auch pünktlich zum Sonnenuntergang an den Strand. Ich sag doch, super schön, unromantisch. Guck mal, wenn du mal auf deine Karte guckst, hier ist so ein Hotel in der Nähe. Nicht so weit weg, ne? Ah ja, dann können wir jetzt runtergehen zum Strand, gehen wir am Pier entlang und dann machen wir uns einen schönen Abend und dann kommen wir zurück und gehen da in das Hotel. So machen wir das. Das ist ein guter Plan. Ach, ist das schön. Moment, hat er den Schwarzmarkt her. Ja, würde mich prinzipiell erreizen. Also so Crime tatsächlich. Natürlich nicht mit einer Seniorin, sondern dann mit einem jüngeren Charakter. Würde mich auf jeden Fall auch reizen, ja. Ach ja, ne, zum Glück ist meine Blase ein bisschen besser, ne? Dass ich nicht so oft auf Toilette muss. Ah ja, das hat sich sicherlich dann auch wieder ein... wenn mal ein paar Tage hier sind. Nur das ist die Aufregung, das ist ja ganz klar. Ansonsten müssen wir noch mal ins Krankenhaus und müssen mit dem Urologe reden. Nur ist denn der Urologe auch für Frauen? Ah ja, ah. Aber
Ich gehe eher zum Urlaub, aber ich bin ja armer Mann, ne? Ja, ne, davon gehe ich aus, dass du ein Mann bist. Ja. Harald wäre ja auch ein komischer Name für eine Frau. Ey, das ist aber auch eine moderne Zeit, ist das ja aber auch möglich. Die hatten da eine Toilette, aber die war vielleicht dreckig, wenn ich nicht so nötig gemusst hätte. Ah ja, gut, dann können wir jetzt weiterlaufen. Ja, lass uns weitergehen. Ey, war wenigstens das Waschbecken sauber. Naja, das Wasser war sauber. Aber wenigstens etwas sauber. Ah, 5M, okay. Ich schaue mir es auf jeden Fall mal an. Nun werde ich noch zum Rosenlatscher hier. Ach Mensch. Na, deine Schürchen wären doch ganz dreckig. Da hast du recht. Muss ich dann im Hotel wieder putzen. Ja, und das ist viel Arbeit. Ach na Mensch, guck dir das immer an, wie schön das ist.